Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 1 hier auf meinem wunderschönen Kanal. Jungs und Mädels da draußen, es ist mal wieder soweit. Wir spielen Battlefield hier auf meinem geilen Kanal. Ich freue mich so richtig, ich kann es gar nicht fassen, dass ich wieder Battlefield spiele. Das ist für mich ein großes, großes Wunder. Alles ein bisschen uncut heute, denn es ist die erste Folge. Und wir müssen gucken, wie wir es machen. Und ich sehe gerade, wir sind keine Deutschen, wir sind nicht die Deutschen. Und das tut echt weh, dass wir nicht die Deutschen sind. Wir sind... Was sind wir? Ich weiß es nicht. Oh ja, Flugzeug. Ist das unser? Wir kriegen gerade ein bisschen wenig mit von dem ganzen Kampf. Ist mir aber völlig scheißegal. Ich steige gleich hier aus und dann werden wir ein bisschen was hinkriegen, glaube ich mal. Weil wir sind hier in einer richtig fucking Position. Wir können hier überhaupt nicht sehen. Und wir kriegen überhaupt nicht vom Kampf mit. Ich habe gerade eine Runde schon gespielt zum Anzocken. Und ich würde einfach mal sagen, wir steigen aus mit dem schnuckigen das fucking. Wir sind genau... Ach du Scheiße. Wir sind hier fucking genau... oh fuck, Panzer, Panzer. Ich hab nichts gegen Panzer da. Das gefällt mir gar nicht. Na komm, wir kommen mal mit hier hin. Vielleicht kommen wir so rüber an. Ja. Ja, nächsten. Scheiße, runter. Granate, scheiße, Junge. Ja. Fucking tot, Junge. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ah, scheiße, Alter. Nice, nice, nice. Von da hinten. Respekt, Junge. Ab in die nächste fucking Runde. Ja, um zu sagen, Leute, wie gesagt, ich freue mich richtig hart, wieder dabei zu sein. Und wir sind einfach mal... Ah, scheiße, falscher. Nee, ist einer von uns gewesen. Nee. Junge, ich kann nichts machen. Ach, er repariert uns gerade. Ja, ich krieg gerade ein bisschen Angst, aber... Komm in das Kampfgebiet. Dreh, Junge. Ja, aber ich wollte Battlefield ja sowieso bringen. Ich habe nur keine Leute und wir werden sterben. Oh, fuck, das war knapp. Oder es war nicht knapp. So, eine Scheiße. Ich wollte ja sowieso, wie gesagt, Battlefield mal wieder bringen. Und da würde ich sagen, trifft sich das eigentlich recht gut, dass ich jetzt mal wieder alleine bringe, um einfach nur zu zeigen, ich bin wieder da, Battlefield, ihr macht dich bereit. Und wir fliegen jetzt in fucking Bomber. Oh. Ja, dazu sagen wir lieber nichts. Ich war damals schon in Battlefield 4 gar nicht mal so... nice, was Kämpfen angeht. Wir haben auch noch andere natürlich. Wir gehen mal Sturmi rein. Als bisschen Sturmsoldat hier. Da war... Oh, ich dachte... Oh, was war denn jetzt? Ah, wir könnten... Ja, komm, wir gehen als Kavalier rein. Washer, das hört sich irgendwie russisch an. Naja, dass wir als Russisch spielen, naja... Ja, nice Sache. So läuft das ab. Nee, das ist einer von uns. Oh, da ist irgendwo ein Sniper unterwegs. Scheiße, ich kann keine Granate werfen. Das wäre so geil gewesen, wenn ich jetzt eine fucking Granate hätte werfen können.
Ah, scheiße! Junge, das kotzt mich doch an. Naja, gut. Oh, wir können nochmal als Kavallerie. Doch, wir haben eine Granate. Wir haben hier eine... Ah, leichte Panzerabwehr. Hm, naja. Nicht das, was ich mir direkt wünschen würde, aber wir haben eine leichte Panzerabwehr. Gasmaske ist auf T. Ah, das ist auch mal gut zu wissen. Die habe ich vorhin gesucht gehabt und habe sie eben nicht so gefunden gehabt. Ja, genau, springen auf Leertaste, so wie in den meisten Spielen. Ach ja, Leute. Da, ich muss sagen, damals war ich... Au, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Wo ist der Sniper unterwegs? Oh fuck, weg hier, weg hier, weg hier. Liebes Pferdchen, bleib ruhig. Bleib einfach chillig. Yeah. So, Leute, what the fuck? Oh, Stabberwurme. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wir sind hier bei einer KD von 6-6, also 1-0. Sehr nice. Also dafür, dass ich jetzt nach... Oh, wie lange haben wir nicht mehr gespielt gehabt? Ha! Gefühlt 30 Jahren. Komm in das Kampfgebiet. Ah, komm, 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 komm. Oh nein, schade. Aber es macht echt viel Spaß. Ich habe nie gedacht, dass Battlefield wieder so viel Spaß macht. Es macht einfach nice. Und das ist einfach nur ein ganzer Part, der hier komplett ungeschnitten rauskommt. Weil ich das einfach mal geil finde, so welche Uncut-Folgen zu machen. Vor allem, weil ich in nächster Zeit sowas ja indirekt schon öfters machen möchte. Muss ich noch ein bisschen drüber überlegen. In der Nähe deiner Position ist ein Fahrzeug abwehrfähig verfügbar. Dann muss ich noch ein bisschen überlegen, wie ich das weitermache. Ich würde mal sagen, Battlefield sowieso, also welche Folgen als Uncut ist eigentlich das Beste, was überhaupt einem passieren kann. Würde ich sagen. Alle Kriegs Games, Sachen, Uncut sind das Beste. Wir gehen runter vom Pferd, wir gehen runter vom Pferd, wir gehen. Oh fuck, die Granate. Da kommt Panzer. Ist aber unser. In der Nähe deiner Position ist ein Flammschutzkit verfügbar. Komm, 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 komm. Oh, Bomber, 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 Bomber. Oh, fuck, da ist jemand. Scheiße. Ich finde es auch geil, wenn die Leute so ja, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen negativ an. Aber ich finde das geil, wenn die Leute hier verbrennen. Oh, man sieht hier gar nichts mehr. Das ist richtig scheiße. Komm, wir rennen jetzt dem hinterher. Oh, 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 da ist Flugzeug. Oh, Granate, Grenade, da war eine Grenade. Also mehr als eine Grenade. Oh, fucking, fucking. Was ist denn das da drüben? Also ich bin ja auch nur Level 9 oder sowas. Ich habe ja damals nur 19 Stunden insgesamt gespielt bis jetzt. Und das macht gerade wieder so extrem viel Spaß, wie gesagt. Da ist ein Panzer irgendwo. Oh, oh, da kam was. Da ist was, da ist was, da ist was, da ist was.
Oh fuck, man sieht nicht, man sieht einfach fucking gar nichts. Da oben brennt irgendwas. Alles unser. Oh. So, oh, warte. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel David verloren. Scheiße, wir verlieren und wir gewinnen, das ist... Ich höre doch einen Panzer. Ich höre einen fucking Panzer. Wir haben Einsatzziel, da ist irgendwo wieder einer. Graben hier rein und hoffentlich hier. Geil, wir werden auch noch hier ein paar Leichen umnehmen. Oh, da ist einer. Au, fuck, Panzer, 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 Panzer. Schwede, wie sieht's denn jetzt aus? 6, 7, naja. Geht schon. 4000. Alles super, würde ich sagen. Das funktioniert schon gut. Das ist ein fucking Flugzeug. Das war ein Bomber. Die Fahrzeuge so an sich muss ich noch mal ein bisschen kennenlernen, aber das war ein Bomber. Schön zu wissen. Oh, das ist ein Flugzeug. Wir treten dabei. Egal was es ist, wir treten hierbei. Natürlich wieder in der falschen Position. Ich scheiße es, aber ich... In der 3 könnte ich wechseln. Das würde vielleicht funktionieren. Aber den Rest vielleicht nicht mal ganz so. Vor allem die 1 kann ich nicht mal nutzen, weil wir brauchen ja die F-Tasten dazu. Und die F-Tasten gibt es bei mir im Moment nicht. Und gucken wir mal, was das für ein Fahrzeug ist. Wir lassen uns mal ein bisschen überraschen. Ein bisschen taktisches Spielen ist ja auch hier dabei. Oh ja. Junge, ich hätte ihn töten können. Naja, gut, nicht. Jedenfalls sitzt man jetzt in einem Panzer drin, ne, und sind ein kleines bisschen besser geschützt. Junge, mach mal bitte was. Ich kann hier nichts machen. Und ich kann... Na gut, zur F3 könnte ich wechseln. Okay, die 3 ist auch besinnlich. Die F1 kann ich nicht benutzen, wie gesagt. Das geht nicht durch meine Aufnahmetaste. Ich möchte eigentlich ungern aussteigen. Aber anscheinend bleibt mir nichts anderes übrig, weil sonst mache ich nichts mehr. Deswegen gehe ich hier raus. Und lauf. Ich will einsteigen. Hier ist kein Platz mehr. Schade. So. Einsatzziel Emil verloren. Schön. Durch die Gräben laufen, durch die Gräben. Ein bisschen geduckt. Panzer. Brandgranate, Brandgranate. Komm, wechsel die Flagge, wechsel die Flagge. Robert. Wow, fuck! Alter! What the fuck? Ah, die Runde geht extrem lang. Ich hätte nie gedacht, dass es so... Wir sind bei 14 Minuten, naja gut, das geht einigermaßen. Das geht wirklich einigermaßen. Wir probieren es nochmal im Flugzeug. Ich hoffe mal, das klappt jetzt besser. Aber ich sehe keinen. Heiß geworden, hat man gerade ein bisschen gehört. Halbzeit. Wir haben die Oberhand.
Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber kann in die Panzer zukommen? Oder da gibt es auch immer so welche. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr Spiegel gesehen. Ja, ich komme nie ran. Oh. Komm, 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 Baby, Baby, gib's mir, Baby, Baby, Baby. Scheiße, lade nach, du hässliche fucking Kanone. Ja! Nein! Oh, scheiße! Jungs und Mädels da draußen, so ein holy fucking shit. Hier, Bomber. Ich mag die Bomber. Wir hätten aber auch einen Panzer fahren können. Ah, gut. Jetzt mal ein Bomber. Ja, es war, glaube ich, nicht ganz so gut, aber... Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich reparieren, aber... Jetzt falle ich in meine alte KD wieder rein. Aber alles okay. Alles super, alles super, alles super. Wir gehen mal als Sunny rein. Keine Ahnung, ob das besser ist. Ich finde Sturmi natürlich immer noch am besten. Wir haben Einsatzziel David verloren. Man muss natürlich auch wissen, wo seine Grenzen sind. Oh, das war nicht gut. Panzer! Da war mehr als... Ach du Heiliger, was ist denn hier los? Wir sind ja alle. Also wenn das hier wirklich so ein Stellungskrieg-artmäßiges Game wäre, Halleluja. Aber da müssten auch die Leute ordentlich mitspielen. Das wirklich Graben, so von Graben zu Graben, so die Runden sind. Da ist ein Fahrzeug, ich komme nicht vorbei. Ich werde brennen. In der Nähe deiner Position ist ein Flammschützenkit verfügbar. Ah, scheiße. Naja, gut, okay. Ich glaube, das ist wirklich das... Es ist nie die einzige Position, die wir nicht besetzt haben. Ja, es ist die einzige fucking Position. Das heißt, wir gehen mit dem Kämpfer rein. Nee, Angriffsflugzeug. Achso, das war sowas. Okay, gut. Ich habe gedacht, das ist Munitionwechsel, aber gut, da habe ich das ein bisschen verkackt gehabt. Aber da kommen wir immer wieder rein. Das ist alles kein Problem. Sunny bin ich nicht so unbedingt schwer, kann's vergessen. Ich würde mal sagen, da gehe ich wieder Sturmi rein. Sturmi ist eigentlich meine beste Variante, würde ich sagen. Deswegen Sturmwaffel, los geht's. Ich glaube, Sturmwaffel hat sie ja nur so deswegen so genannt. Ne, die kommen nicht aus dem Teil. Das Flugzeug? Ne, klappt nie. Macht keinen Schaden. Hat man leider nicht gesehen, schade. Also wenn du die Türme, glaube ich, hast, ist es sehr, sehr nice, dass man so eine gute Übersicht hat, glaube ich mal. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh, zwei Dings hier, da gehe ich ganz, ganz gerne rein. Wir sind Russen, das ist, naja, gut. Liki!
muss mal gucken, dass wir hier jemanden finden. Oh, da ist jemand auf dem Pferd. Jo, ich bin sehr fucking scheiße in... na gut. Feldgeschütz! Alter, na gut, okay. Wir haben Einsatzziel Albert. Also gegen Feldgeschütz habe ich leider nichts in der Hand. Jedenfalls nicht so spontan, so schnell auf der Reihe. Müsste ich rankommen, dann mit einer Panzerabwehrgranate und dann geht's los. Wow, ein Schaden. Nice. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Oh fuck. Oh nein, nicht du schon wieder. Kannst vergessen, dass du mich kriegst, du festliche, dreckige Sau. Scheiß Wichser. Ah, nee, jemand anderes. Ah, nein, ich bin nicht aggressiv. Ich bin immer so. Die erobern jetzt alles. Die erobern jetzt langsam alles. Scheiße. Leute, ich glaube mal, das ist nicht meine Schuld, tust du's. Scheiße. Vielleicht müsste ich mal als Speer reingehen. Einfach mal Speer mal probieren, weil Speer bin ich ja sonst nicht gern, weil ich einfach nichts hinbekomme. Aber Juti, Juti, Juti. Ich muss sowieso gucken, wann der Party rauskommt. Der wird bestimmt am 1. Dezember rauskommen, so wie ich mich kenne. Und dann sind nur 24 Tage bis Weihnachten. Endlich. Da ist ein Flammenkämpfer unterwegs. Da ist ein fucking Flammenkämpfer unterwegs. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Fuck. Ah, oh fuck, Kram, 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 Kram. Wir haben Einsatzziel David erobert. Laufen mit dem mit hier. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ganz concentrated. Ich glaube, halbe Stunden Videos gehen einfach eigentlich vollkommen klar. Ich persönlich liebe auch so welche halben Stunden Videos, weil ich das einfach nur Sex finde, wenn man so aufräumt oder so nebenbei. Oh, da ist der Wichser, da ist der Wichser, da ist der Wichser. Ah, Scheibenkleister. Ich würde mal sagen, das war gut. Ich bin gut vorgedrungen. Wäre jetzt noch eine Leute hinter mir gewesen, wäre es vielleicht noch ein kleines bisschen besser gewesen. Oh, hier hinten können wir beitreten. Wir können hier hinten beitreten. Komm, wir treten bei, bevor hier irgendwas passiert. Wir sind beigetreten, nice. Jetzt nur noch irgendwo verschanzen. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Nur verwundet. Scheiße, von da hinten geht's auch noch weiter. Eigentlich die Punkte bekommen, scheiß aber nicht so. Ich will nicht drauf gehen, deswegen. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Hinten ist keiner mehr, alles geklärt, das ist gut. Ich würde mich über so ein Feldgeschütz würde ich mich freuen. Oh, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Scheibenkleister! Und das sind zwei sogar! Fucking holy shit, beitreten. Oh, das wird nochmal richtig eng. 20 Punkte. Das wird nochmal fucking, fucking eng. Wir haben Einsatzziel Albert erobert.
Leute, wir stehen unter Beschuss. Oh, da sind sie wieder. Wir haben einfach nur gewartet. Eine Person gegen drei Leute bringt nichts. Aber ich hätte mal schon gerne noch Panzer machen können, aber das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Eigentlich, ich möchte da hinten eigentlich noch ganz gerne beschützen ein bisschen, aber das wird vielleicht nichts mehr. Oh nee, ein bisschen gebackt, aber Leute, der Kampf ist, glaube ich mal, locker gewonnen. Da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Da steht uns, glaube ich, nichts mehr im Wege. Wir sind fast 100 Punkte im Vorsprung. Warum auch nicht? Ja, wir gewinnen. Das ist sehr, sehr nice. Leider wird uns hier nichts mehr großartig Punkte bringen, glaube ich mal. Wir steigen einfach hinten ein. Achso, das ist ein Sniper. Jetzt habe ich ein bisschen seine Deckung aufgegeben. Ja, aufgeflogen. Da oben! Ah, da unten, da unten. Ich bin fast tot, aber ist alles scheißegal. Wir haben eigentlich schon gewonnen, Panzer! Ich versuche jetzt einfach mal ranzugehen. Ah, falsch ich das gedrückt. Eigentlich wollte ich eine Granate werfen, aber... Ja, gut. Und da haben wir eigentlich den Sieg hinter uns. Wir gucken uns nochmal schnell den Kampf an. Vom Flug her. Das müssen wir noch schnell schaffen. Nice, richtig nice. Ich habe noch jemand getroffen oder was war das? Oh Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Würde ich sagen, wir machen sofort weiter mit einer neuen Runde. Yeah! Wir gucken uns noch schnell die Statistik an. Ich stimme auch für Zarizinin. Ja, ich weiß schon, wie ich das aussprechen. Beste Kunden sind wir leider nicht dabei, aber alles kein Problem. Sehr, sehr nice. Mir gefällt das wieder richtig, richtig geil. Gucken wir uns noch Statistik an. Persönlich Punkte, Rundenpunkte pro Minute 0. Warum auch nicht? Hm? Kills, ja, ist schon okay. Hm. Zweiter Platz, eroberte Flaggen. Ja, okay. Bin ich eigentlich relativ sehr zufrieden. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.